zurück, meine kleinen Fledermäuse, zu einem neuen Video. Dieses Video kommt heute, ja, am Montag raus. Montag für Monster High. Und zwar habe ich gesehen, auf deren Twitter-Seite haben die das hier gepostet. Put your paws together for our Friday Night's Fright Star Claude Wolf, also Hashtag Claude Wolf. Die haben das am 9. Juni 2017 gepostet, also vor ein paar Tagen. Übersetzt bedeutet das, setzen Sie Ihre Pfoten zusammen für unsere Freitagnacht, dem Schreckenstar Claude Wolf. Hier sehen wir Claude Wolf als Puppe mit seinem Trikot, seinem American goldenen Football, dem Helm und die Rüstung. Und im Hintergrund sehen wir Claudine Wolf, wie sie ihn anfeuert als Cheerleaderin. Wie ihr vielleicht wisst, in der neuen Generation von Monster High, Wolf ist nicht mit dabei und fanden ganz, ganz viele Fans schade. Jetzt wurde aber am 11. Juni 2017 das hier gepostet. One Star Football Player plus Co-President Couple Hashtag Couple Girls Hashtag Sunday Funday. Hier sehen wir wieder Claude mit seinem American Football, mit seiner Rüstung, mit seinem Helm. Und dann sehen wir Draculaura, aber nicht Draculaura Generation 1, sondern Generation 2, also die neueste Draculaura-Puppe für den neuen Film. Bedeutet das jetzt, dass Claude zurückkommt? Übersetzt bedeutet übrigens das Ganze, ein Stern Fußballspieler und ein Co-Präsident gleich Hashtag Couple Goals bedeutet Beziehungsgoals oder Beziehungsziele. Hashtag Sonntag ist gleich Funtag. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das muss ein Zeichen sein. Das muss einfach, dass Claude zurückkommt. Und wenn Claude zurückkommt, vielleicht kommen dann sogar die anderen Monster zurück, wie Gulia, Abby. Also vielleicht ist da für Gulia kein Platz mehr, weil wir ja jetzt schon einen Zombie haben, und zwar die Monica Decay. Aber vielleicht ist da Platz für Abby und noch für andere. Ich würde mal gerne eure Meinung wissen. Denkt ihr, dass Claude Wolf oder Wolf zurückkommt? Hofft ihr, dass Claude Wolf zurückkommt? Ich persönlich hoffe, dass er zurückkommt. Ich hatte leider nicht die Chance, ihn als Puppe zuvor zu kaufen. Ich werde es natürlich sofort machen, falls er rauskommen würde. Jetzt zum Beispiel diese Puppe hier. Ich hoffe sehr, dass er zurückkommt zum Monster High, dass er vielleicht in dem neuen Film drin ist oder vielleicht in einen neuen Cartoon, den die rausbringen, wer weiß. Und ja, ich wollte es einfach mal von euch wissen. Schreibt es doch einfach in die Kommentare. Denkt ihr, dass Claude Wolf zurückkommt? Und wollt ihr, dass Claude Wolf zurückkommt? Und wenn ja oder wenn nein, warum? Und ja, das war's jetzt für dieses Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben, falls es euch gefallen hat. Ich werde euch die Links der Tweets in die Beschreibung packen, damit ihr selber gucken könnt. Und ja, das war's jetzt von mir. Bis dahin, eure Käsekuchen. Tschüss!